ihr Lieben. Ja, ich stehe hier mit unserem Vizepräsidenten Professor Ahrens und wir wollen euch darauf aufmerksam machen, dass am kommenden Samstag, den 19. unser Studium Open stattfindet. Und auf diesem Informationstag könnt ihr alles erfahren über unsere Studiengänge BWL und Psychologie. Und ja, wir werden ein sehr buntes Programm haben mit verschiedenen Vorlesungen und Vorträgen, die teilweise sehr, sehr interessant sind. Und Herr Professor Ahrens wird auch einen Vortrag halten und ja, er wird euch jetzt gleich mal erzählen, um was es da inhaltlich geht und was ihr überhaupt so vom Studium Open noch so erwarten könnt. Ja, gern. Hallo zusammen. Zum Studium Open laden wir alle Studieninteressierten ein, auch gerne Eltern und Freunde dazu, um ihnen einen Einblick zu gewähren in die Art und Weise, wie bei uns unterrichtet wird und wie bei uns Hochschule funktioniert. Und dafür suchen wir immer einige Themen aus, die möglicherweise gerade besonders aktuell sind. Und ich habe mir Brexit ausgesucht. Ich unterrichte im Managementprogramm. Und Brexit ist ein Thema, was in aller Munde ist und was nicht nur die Zukunft der EU betrifft, sondern auch die Zukunft von Studieninteressierten oder auch Studenten von uns, die später arbeiten wollen, weil der Brexit natürlich Auswüchse hat oder Auswirkungen hat auf Arbeitsmärkte, auf die Chancen für Unternehmen in England, in Europa, auch in Deutschland aktiv zu werden. Und unsere Studierenden sollen und tun es auch gerne über den Tellerrand hinausblicken, sodass auch für Management- oder Psychologiestudierende ein Thema Brexit etwas ist, was sie anspricht und was durchaus auch Bestandteil des Studiums sein wird. Zum Studium Open allgemein. Wir sind eine kleine Hochschule, die kleine Gruppen unterrichtet und eine Philosophie der offenen Tür verfolgt. Und genau das leben wir auch vor für die Öffentlichkeit bei so einem Tag der offenen Tür, wie am kommenden Samstag zwischen 10 Uhr und 14:30 Uhr. Es werden nicht nur Fachvorlesungen gehalten, sondern es werden auch alle Fragen von Auswahlverfahren bis Persönlichkeitsentwicklung und Zulassung oder Zulassungsverfahren besprochen. Und an der PFH spielen Noten eine Rolle, wie an jeder Hochschule, aber viel wichtiger als Numerus Clausus und Co. sind bei uns Persönlichkeitsentwicklung und die Rahmenbedingungen, unter denen man studiert. Und wir versuchen, diese Rahmenbedingungen so zu setzen, dass sich alle Studierenden, ob Psychologie, Wirtschaftspsychologie oder Management, sich so entfalten können, wie es jedem entspricht, sodass jeder seine Stärken weiter ausbauen kann, um das zu werden oder zu machen, was er oder sie gerne möchte. Und wer einen Einblick haben möchte, der kommt gerne am Samstag zu uns. Ich vermute, Frau Vogt ist auch dabei. Und es gibt ein schönes Buffet und die Möglichkeit, auch beim Buffet in informellen Gesprächen allerlei Fragen zu beantworten. Genau, also wir freuen uns, wenn ihr kommt. Und ich verlinke euch den Veranstaltungsflyer und das Anmeldeformular unten in der Infobox. Klickt da einfach ganz schnell rauf und meldet euch noch an. Und ja, wir freuen uns auf euch. Großartig. Bis dann. Tschüss.